Weg vom Bildschirm und ab aufs Brett. Beim Brettspielverein Kufstein werden Kindheitserinnerungen wachgerüttelt. Die große Leidenschaft des Brettspielens, das hat wie beim jeden, glaube ich, angefangen in der Familie mit DKD und ja, der 1000-Spiele-Sammlung, die irgendwie die Eltern und Großeltern noch auf dem Speicher haben. Der große Vorteil des Brettspielens ist einfach das Zusammenkommen der Generationen und einfach gemeinsam wieder Zeit am gleichen Tisch zu verbringen. Trotz all der Vorteile, die Brettspiele mit sich bringen, steht man doch immer wieder vorm gleichen Hindernis. Das ist das Regellernen. Und im Prinzip wichtig ist, dass man das Spiel gerne auf den Tisch bringt, aufbaut und loslegt. Und keiner hat da eigentlich Lust, dass man da die Regeln liest. Und so kommt es halt, dass über Generationen eigentlich immer und immer wieder die gleichen Spiele gespielt werden. Einfach, ja, weil man sich nicht die Regeln anschauen will. Wenn ich einmal einen Tag nicht lust, dann komme ich halt nicht. Und wenn es einmal off ist, dann komme ich und ich weiß immer, dass irgendjemand da ist, der was das gleiche Interesse hat wie ich und dass wir einfach irgendeine Runde zusammenbringen zum Spielen. Obwohl der Verein eine riesen Auswahl an Spielen bietet, hat doch jedes Mitglied seinen Favoriten. Es ist ein Fantasiespiel, man würfelt dabei und lässt das Glück entscheiden, was die Ergebnisse sein. Und heute ist mein Part, ich bin der Geschichtenerzähler und ich gestalte das Spiel, in dem sich meine Spieler bewegen. Also ich bin jetzt nicht einer, der direkt mitspielt, sondern ich bin der Erzähler. Ich spiele gerne Partyspiele, Spiele, wo man viel lacht und viel interagiert miteinander. Das ist meins. Also ich mag gern die Strategiespiele eigentlich gern, die ein bisschen länger dauern. Also da kann ich jetzt sagen, vielleicht mag ich sogar ein Fest für Odin total gern. Ich liebe Spiele spielen, ich kann den ganzen Tag 24/7 Spiele spielen. Egal, ich spiele die blödesten Partyspiele. Für die ganz die schweren Spiele bin ich nicht so begeistert, dafür habe ich den Kopf nicht mehr. Man muss sich meistens nicht in die Spiele sehr einlesen, weil irgendwer kann das Spiel meistens schon. Stellt sich nur die Frage, wie viele unterschiedliche Spiele gibt es denn nun wirklich? Also wir haben jetzt vor kurzem mal eine Inventur gemacht. Also was wir so im Verein an Spielen selber da haben, sind 800 Stück, größere und kleinere. Und insgesamt, was sich im Besitz der Mitglieder befinden, sind wir bei ungefähr 1500, 2000 Spielen. Mein Lieblingsspiel ist dieses da, das heißt Vinyas. Das ist ein sehr thematisches Spiel. Und verarbeitet im Prinzip den Weinanbau in Portugal. Letzte Woche habe ich endlich einmal Carcassonne kennengelernt. Das ist ja so ein Klassiker, den jeder kennt. 2001 kann man schon Klassiker nennen. Es ist auch ein bisschen kooperativ, damit ich mich nicht allzu viel aufregen kann, weil ich lerne immer nur das Verlieren. Ich habe es noch nicht geschafft. Aber ja, geht immer besser. Wenn man so viel spielt, ist es natürlich auch so, dass man da ein bisschen resistenter wird. Mit diesen Würfeln zielen wir auf das Monster und hoffen, es zu treffen und somit Schaden für Schaden, Schritt für Schritt zu besiegen. Wir stürmen in Dungeons ein, erhalten dann die Schätze des Monsters, können dann Rüstung und Tränke kaufen gehen. Wir erhalten weitere Trickwürfe, mit denen wir stärker werden. Und besiegen so Monster für Monster. Doch wer ist denn nun der bessere Verlierer? Besser verlieren können tatsächlich die Älteren. Die Jüngeren müssen sie oft oder noch die Hörner abstoßen. Aber man spielt des Spielen wegen. Man spielt auch, um zu gewinnen. Aber man spielt nicht des Gewinnen willens. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber das hat man so gedacht. Da haben wir was gespielt und da war sie beim Verlieren und sie hat hingelegt die Karten und gesagt, ich muss jetzt aufstehen, weil ich will ja nicht grantig werden, aber ich bin jetzt zornig. Ich gehe jetzt eine Runde sozusagen, ich komme in 5 Minuten wieder und dann spiele ich wieder mit euch. Aber im Moment mag ich nicht. Und das habe ich so nett gefunden. Einfach, ja, man darf sich ja mal ärgern. Ich gehe einfach dann, wenn mich was nervt, dann komme ich wieder zurück und bin wieder ganz gechillt. Also. Zum Verein sollte man deswegen kommen, weil man einfach diese Möglichkeit hat, wieder gemeinsam am Tisch zusammenzukommen.
egal welchen Beruf du hast, welches Alter, woher du herkommst, manchmal ist es sogar egal, welche Muttersprache du sprichst, alle die Faktoren werden bei uns auf spielerische Art und Weise ausgeblendet. Vielen Dank an die sympathischen Vereinsmitglieder für den Einblick in ihre Welt. Wer jetzt ebenfalls Lust auf Spielen bekommen hat, ist herzlich zu einer Schnupperstunde beim Brettspielverein Kufstein eingeladen.